Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute machen wir ein ganz leckeres und schnelles Hähnchen-Sandwich. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Ich würde sagen, wir legen direkt los und viel Spaß. So, wir brauchen einmal für das Sandwich Toastbrot, was wir auf jeden Fall nachher toasten werden. Also das müsst ihr auf jeden Fall toasten. Salz, Pfeffer, Tomaten, ein bisschen Eisbergsalat, den wir dann schon gewaschen haben und ein bisschen klein gemacht haben. Wir brauchen Hähnchenbrustfilets oder Filetstücke, also am besten so eine ganze Hähnchenbrust. Dann brauchen wir etwas Käse. Remoulade ist ganz wichtig und wir brauchen auch noch etwas Kräuter. Ich habe jetzt hier aus meinem Garten gefrorene Schnittlauch. Ihr könnt aber auch Petersilie nehmen oder komplett gemischte Kräuter, wie ihr möchtet. So, und wir fangen als erstes damit an, dass wir einmal das Fleisch braten und in der Zeit toasten wir schon mal das Toastbrot. So, wenn wir das Fleisch dann angebraten haben, nehmen wir uns schon mal eine Scheibe, wo wir ein bisschen Remoulade drauf machen. Könnt ihr verstreichen, die müsst ihr aber nicht verstreichen. Dann schnappen wir uns ein Fleischstück und schneiden uns das einmal zurecht. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Und legen uns dann, da habe ich dich richtig durchgeschnitten, legen uns dann die Teile schön da drauf. So, bis da noch hin. Dann schnappen wir uns eine Scheibe Käse, beziehungsweise in meinem Fall jetzt zwei, weil wir ein bisschen zu klein geraten sind. Dann nehmen wir uns eine von den gewaschenen Tomaten. Schneiden uns da je, wie wir Lust haben, mit Scheiben ab. Und legen wir dann einmal hier drauf. So. Können wir dann auch noch einmal salzen und pfeffern. Dann kommt ein kleiner Klecks Remoulade. Ja, ich weiß, viel Remoulade. Noch eine Toastscheibe, dann wieder etwas Remoulade. Und dann kommen wieder Käsescheiben. Tomate. Bei Bedarf könnt ihr das jetzt auch nochmal salzen und pfeffern, das mache ich allerdings nicht. Hier kommt dann jetzt einmal das grüne Zeug drauf. Dann ein bisschen das Salat. Wieder ein Klacks Remo. Und dann kommt der Deckel drauf. Ich werde das jetzt einmal allein auch schon fürs Foto fixieren, damit das Ganze einmal hält. Und dann können wir das Ganze einmal in der Mitte durchschneiden. Und fertig ist dann unser leckeres Sandwich. So sieht das Ganze denn aus. Das ist jetzt einmal so, ohne dass es nicht rausfällt. So, das war's dann schon. So schnell machen wir ganz schnell das leckere Sandwich. Wir machen das so auf die Art und Weise wirklich sehr oft. Und das schmeckt auch wirklich sehr lecker. Also probiert es auf jeden Fall mal. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, was ihr gerne an Sandwiches esst. Ob ihr denn so ein Subway-Typ seid oder nicht. Und ihr könnt mir auch gerne natürlich Wünsche da lassen für Videos, was ihr gerne mal von mir sehen möchtet. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss!